Sie hat eine wunderbare Stimme, eine unverkennbare Stimme. Eine Schlagersängerin, aber auf allerhöchstem Schlagerniveau. Sie sprüht, die hat Energie, die sprudelt. Und das muss raus. Sie ist immer noch ein kleines Mädchen geblieben und das ist echt total liebenswert an ihr. Die ist sehr herzig, die gibt wahnsinnig viel. Sie ist eine mutige Frau. Die Frau lässt sich von nichts und niemandem die Butter vom Brot nehmen. Auf keinen Fall. Aufrecht gehen. Das ist Mary Rose. Mit mir kann man Pferde stehlen. Wenn ich eins nicht bin, dann kompliziert. Ich stehe auch nicht besonders auf Juwelen. Champagner wird in Pappbechern serviert. Ich mag fünf Sterne gern am Himmel. Mary Rose ist, würde ich sagen, eine der ungewöhnlichsten Frauen, die ich kenne. Sie selbst hat sich irgendwann mal in der Sendung Nach dem Glas Wein als schrille Alte bezeichnet. Und ich finde, es betrifft es ganz gut. Sie ist nämlich wirklich alles andere als langweilig, hat ein ganz großes Herz und ist natürlich eine tolle Sängerin, Interpretin, große Entertainerin, klar. Mary Rose ist eine sehr charismatische Frau, die eine große Ausstrahlung hat, die immerhin 60 Jahre immer wieder präsent war, wenn es um Musik ging. Ich jetzt sage, das habe ich bis jetzt verschwiegen, denn vielleicht denkst du, was ist dir zu Kopf gestiegen, was ich jetzt sage, scheint womöglich übertrieben, wenn ich du wär, dann wär ich bei mir geblieben. Mary Rose ist eine Frau, die von ihrem eigenen Erfolg gänzlich unbeeindruckt ist. Und sie ist eine Bühnenperson, die weiß, wenn ich die Bühne verlasse, fängt das wirkliche Leben wieder an. Meine Mutter hat einen Satz immer gesagt, der war, nimm das, was du tust, ernst, aber dich selbst nicht so. Das fand ich schon mal ganz gut, weil es gibt ja in diesem Beruf sehr viele Leute, die glauben, sie sind der Nabel der Welt. Ne? Wir freuen uns alle sehr auf diesen heutigen Abend. Und wenn Sie jetzt denken, ich komme am Trapez singend runter, oder hinten knallen die Raketen. Nix da. Wir machen nur Musik. Und das aus vollem Herzen. Die jüngeren Leute können von Mary lernen, was Disziplin ist und was Respekt vor den Fans ist. Das habe ich auch durch Mary gelernt. Und die steht auch noch ein Viertelstunde nach Konzertende da und schreibt Autogramme, bis der Allerletzte sein Autogramm hat, sein Selfie hat. Warte mal, ich mache erstmal Ingeborg. Ne? Ingeborg, das ist die Mama. Mhm. Ingeborg, alles Liebe zum Geburtstag. Ja, zum 90. Ich möchte Ihnen gratulieren. Dankeschön. Mama, einmal umdrehen. Wer soll sich umsehen? Mama. Mama? Mama, einmal umdrehen. Mary, passt schon auf. Mama noch nicht. Sag mal, wer hat denn ganz vorne gesessen? War das unangenehm mit dem Licht? Hat keiner gesessen, ne? Sind schon weg. Alle weg. Alle weg, die sind alle geflüchtet. Ich mag Menschen einfach gerne. Und ich umarme auch gerne Menschen.
was ja viele ganz furchtbar finden. Ne? So Küsschen hier, ein Küsschen. Ich mache das gerne. Aber nur bei Leuten, die ich mag, ne? Natürlich. Sie ist eine Frau, die einfach auch rheinisches Feuer hat. Man sagt das ja immer, dass die Menschen vom Rhein mehr Emotion und Leidenschaft in sich haben. Aber hier stimmt es vielleicht. Ich bin in Bingen am Rhein aufgewachsen, in einem Hotel mit drei weiteren Geschwistern. Und ich muss sagen, und das sagen wir alle, dass wir eigentlich die besten Eltern der Welt hatten. Die beiden waren sehr gegensätzlich. Also meine Mutter, die war immer sehr keck, sehr frech. Und mein Papa, der war immer ganz diskret und korrekt. Und der hätte an der Steuer zum Beispiel niemals auch nur einen Groschen nicht angegeben, ja? Meine Mutter schon. Und wir denken, dass die musikalische Seite von unserer Mutter kam. Und das war wirklich Zufall. Also Mary wurde durch Zufall in dem Restaurant, also in unserem Hotel entdeckt. Wir hatten ja dann so einen 5-Uhr-Tee, dann haben die gespielt und die Leute haben getanzt und ich bin dann einfach hin und habe da mal gesungen. Und an dem Tag war jemand da von einer Plattenfirma. Und der hat dann gesagt, ach, die ist ja ganz lustig, die, mit der mache ich eine Aufnahme. Ja, die Dicken, Dicken sind ja so gemütlich und so friedlich und so niedlich. Ja, die Dicken, Dicken sind ja so gemütlich und so friedlich und so niedlich und so nett. Ich hatte ja riesen Lücken in den Zähnen und ich habe gelispelt, wie ganz schrecklich. Ja, die Dicken sind gemütlich und so nett. Mein erster Filmauftritt war mit 9 Jahren, der Film hieß Die Straße. Ich durfte den nicht sehen, bis ich, weil ich ja keine 18 war. Damals durfte man, war das ja sehr streng. Ich habe ihn dann irgendwann mit 45 gesehen. Ich möchte gerne den Chef sprechen. Der Chef bin ich. Das trifft sich ja großartig. Ich möchte mal fragen, ob ich hier auftreten könnte. Der Hein, was der Sohn von der Hauswirtin ist, der sagt, ich bin so eine Nummer, wenn ich sing und tanze. Und heute, wo ja alles zum Film geht und so, da muss man sich ja wo einüben. Und der Hein hat gesagt, am besten übt man sich ein in so eine Bums wie hier. Ja, die ist gut. Man sieht schon, die weiß, die kann das. Die ist allerdings Steinbock und die Steinböcke sind ziemlich hartnäckig und gehen durch. Kennst du vielleicht den neuen Teenager-Song? Ja. Nur hau mal rein. Kind überlegst du ja nicht, dann machst du einfach. Ne? Also alles war interessant und lustig und weil man ja nicht von Liebe singen kann, wenn man 10 Jahre alt ist, habe ich dann so mit 12 oder 13 dann auch schon mal eine Pause gemacht und bin dann ins Internat gekommen und habe ein bisschen was gelernt, so fürs Leben. Und als ich dann zurückkam, durfte ich dann schon Lieder von der Liebe singen. Da war sie schon also sehr groß gewachsen. Und hatte schon eine sehr markante Stimme. Und aus Rosemarie wurde dann Mary Rose. Ich habe mich immer geweigert, meinen Namen abzugeben. Ich habe immer gedacht, wie blöd ist das denn? Ja? Warum muss das Englisch klingen? Und dann habe ich gedacht, na, dann drehst du den Vornamen von mir, Rosemarie, einfach um. Und da war Mary Rose. Und dann habe ich gesagt, na ja, damit kann ich leben. Ja. Allein unter Millionen, nur im Herzen brennt ein Licht. Vielleicht verlässt mich nur die Hoffnung nicht. Da hat man mich eben dann in dieses Studio gestellt mit ganz vielen Komparsen, die sich nicht rühren durften. Die haben mir so leid getan, ja, weil das dauerte ja. Manchmal muss man das 10-mal machen, bis der Regisseur sagt, okay, das war's. Ich bin noch jung und möchte gern wie andere auch mal glücklich sein. Im Herzen einen Schrei
warum geht nur das Glück an mir vorbei? Da hat man mich dann eben auch etwas älter gemacht, als ich war. Und ja, es war ein Lied, was eigentlich zu meinem Alter überhaupt nicht gepasst hat. Natürlich nicht. Sie hat damals vielleicht auch mal einen Titel aufgenommen, den sie heute niemals akzeptieren würde. Und man, dadurch wird man ja auch erwachsen. Ne? Man weiß ja nicht, wenn man 17, 18 ist, wohin der Weg führen kann. Und man will ja auch erfolgreich sein. Es geht ja nicht nur um einen selbst, sondern es geht ja auch um die Plattenfirma. Als junge Frau bist du halt hineingeworfen worden und warst dankbar den Männern, die dich da reingeworfen haben, die dich gelenkt haben, eigentlich wie so eine Marionette. Ich habe in der letzten Zeit sehr oft am Fernsehen eine Stimme gehört, die mir ausnehmend gut gefällt. Es ist die Stimme eines jungen Mädchens, eines entzückenden jungen Mädchens. Sie ist 16 Jahre alt und sie heißt Mary Rose. Mary Rose ist sehr talentiert, sie ist sehr musikalisch, sie ist sehr rhythmisch. Sie hat das, was ich Pep nennen möchte. Erstmal war das ja so, dass in diesen Zeiten ja hauptsächlich so süße Mädchen da waren. Ne? Die waren alle so blond und blauäugig und niedlich. Und ich war immer die Aparte. Ich habe dieses Wort gehasst wie die Pest. Apart. Also es gibt auch Songs oder Zeilen von ihr, die sind ganz schrecklich, wo sie das hohe Lied auf die Männer singt. Und die Rolle der Frau, also du musst das, die Mädchenrolle oder die Frau, die neben dem Mann steht. Also es war ja ganz klassisch und unendlich spießig. Du bist gewöhnt, dass ich neben dir gehe, doch du brauchst mich nicht. Damit tust du meinem Herzen so weh, dass es fast zerbricht. Wie der Wind, der niemals aufhören will zu wehen, so werd ich mit meiner Liebe zu dir stehen. Ich finde, Mary hat das immer ganz toll gemacht. Die hatte damals die Michael Holm an ihrer Seite teilweise. Und hat immer Horst Heinz Henning, das war der allererste, der ihr auch den Namen verpasst hat. Und ich finde, sie hat sich kontinuierlich sehr, sehr, sehr wunderbar entwickelt. Also mein erster erfolgreicher Song war Arizona Man. Und ich bin damals von Michael Holm produziert worden und von Giorgio Moroder. Der hat auch sehr viel für mich geschrieben, unter anderem dieses Lied. Und das war was ganz Neues. Junges Mädchen, ich hatte hier einen Song, der für meinen Geschmack sehr gut in die Zeit passte, der mir selber sehr gut gefallen hat. Und da habe ich diesen Song, Arizona Man, und das junge Mädchen Mary Rose zusammengetan. Und es hat hervorragend funktioniert. Wenn mein Vater sagt, du wärst nichts für mich, doch nach meinem Herz fragt er leider nicht. Das war wirklich etwas, was Aufsehen erregte, weil da war zum ersten Mal dieser Synthesizer drin und dieses Stylophon, was er spielt am Anfang, dieses da, 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 ja, da, da. Das habe ich gespielt, war damals ein Instrument, das aussah wie eine Zigarrenkiste und man musste das nur mit dem Kuli, deswegen Stylophon, berühren und dann kam da, 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 da. Und wir haben dieses Stylophon dann eingesetzt mit dem Marshall-Verstärker und dann klang das irgendwie, als ob das so ein Teil wäre. Mich. Lass
Und dann dieser Bruch. Vorher gruft sie und schwingt und auf einmal macht sie die große Sängerin, die Sängerin mit der großen Stimme. Ja, der wird ganz langsam, ne? Und alle Disc-Jockeys im Radio haben immer abgedreht, weil sie dachten, es ist Schluss. Jeden Sonntag RTL gehört, die Hitparade, und hat, das war ihr Hobby, immer Aufzeichnungen gemacht, jeden Sonntag. Da saß sie in dem Zimmer und hat immer die ganzen Plätze aufgeschrieben, wer vorgestellt worden ist. Na, erstmal lief der überhaupt nicht. Also das hat 6 Monate gedauert, bis der überhaupt in die Charts gegangen sind. Entweder waren die alle im Urlaub, die Leute oder so. Ich habe immer gedacht, wieso, wann geht denn der los? Ich fand den so toll damals, der war so modern. Und der hat gedauert und... aber umso schöner war es, als er erfolgreich wurde. Und da kletterte sie immer höher und höher. Und wir waren unterwegs und da bekam sie Platz 1. Und da haben wir geschrien in diesem Auto. Boah. Und haben uns so gefreut. Und Mama sagte nur, ach, das muss ich heute Abend unbedingt nachtragen. Der war einfach genial. Fast 300.000 Platten, das war auch in damaligen Zeiten ein fetter Hit. Ja? Heute wäre das gar nicht mehr zu erreichen. Und den kann man, finde ich, heute noch hören. Also der macht heute noch Spaß. Das ist kein Titel, der sich in der Zwischenzeit abgenutzt hat oder gar nicht. Ihr Talent, die Unterscheidbarkeit der Stimme, die Leidenschaft, die sie dann im Studio durchaus, nicht nur auf der Bühne, sondern im Studio, das ist ganz wichtig, viele können das nicht, die muss man dann irgendwie bearbeiten, aber du kannst, es gibt keinen Knopf für Gefühl, es gibt keinen Knopf für Dynamik, es gibt keinen Knopf für Leidenschaft, das muss der Sänger leider immer noch selber bringen. Zusätzlich muss er richtig singen und womöglich noch grooven und auch ein bisschen weg vom Punkt schwingen können. Alles das hat Mary Rose drauf. Playback läuft. Die Bäume, sie rauschen, die Vögel, sie singen ganz leis. Ich kann's noch nicht glauben, bis du kamst, war ich nicht dich, ich war allein. Doch nun sagst du, ich hatte bei Medium einen Titel gehört, der hieß Comhabitude. Ja, da grinsen Sie jetzt, da wird jeder andere auch grinsen. Es ist ein Werk von Claude François und 2 anderen Autoren. Und das ist dann später relativ berühmt geworden unter dem Namen My Way. Und da hat man mir gesagt, lass doch mal so ein junges Mädchen so einen Titel singen. Mein Freund, einmal da fällt doch auch für dich der letzte Vorhang. Du gehst von dieser Welt und dann kommst du an jenem Tor an. Du weißt, dein Lebensweg eben, dass du
Und ich wusste ja in etwa, wie ihr Umfang ist und hatte mich so festgebissen an diesem so lebt ein Leben, sodass sie mit letzter Kraft, voll Verzweiflung, aber auch Lebensmut dieses raushaut. Ja, so lebt dein Leben. Und das war einen Ton höher, als sie kann. Und wir gingen, also 5, 6 Mal ging sie hin und krächzte mir dann weg bei dem so lebt dein Leben. Dachte ich, scheiße. Ich nahm. Und da habe ich gesagt, jetzt geht nur noch eines. Ich muss sie ganz rüde anreden und dann entweder bricht sie mir endgültig zusammen, dann können wir eh alles vergessen, oder aber sie geht rein, so wie ich sie eingeschätzt habe, ich zeig's dem Arschloch. Genau das habe ich dann auch so ein bisschen so, ah, Weiber und nix, da kann man sich auf nichts verlassen und so, und man traut mich hin. Und sie so ein bisschen angemacht und da ist sie voller Wut hinein. Und hat das gesungen, man kann es heute noch hören. Einmal durchgesungen und dann hat das Ding gestanden. Das kann sie halt auch. Denn das wäre ein Mensch, der keiner ist, der nicht als Mensch er selber ist, der niemand weiß, der niemals lacht, der niemals liebt. Mir war ja früher immer sehr wichtig, was andere denken. Und das ist mir eigentlich ziemlich egal geworden. Das ist eigentlich sehr schön, weil man dann nicht so auf sich fokussiert ist, sondern einfach macht. Ne? Heute Abend mit Michel Figuin aus Frankreich, Gianni Morandi aus Italien, den Tremolos aus England, Buenos Aires Ochos aus Argentinien und wieder mit dabei die Les Humphreys Singers. 1971 habe ich dann meine eigene Show bekommen, die hieß Mary's Music und da konnte ich mir Künstler aus der ganzen Welt eigentlich einladen, also ob das die Tremolos waren oder Gianni Morandi aus Italien und das war sehr, sehr schön, weil wir auch untereinander sehr viel Musik gemacht haben und dieses Format wurde dann auch in 25 Länder verkauft. Das war schon ein Riesenerfolg. Es war ja nicht so einfach, plötzlich so als Schlagersängerin dann dahin zu gehen und Gastgeberin zu sein und mit dem einen Englisch zu sprechen oder Französisch oder was auch immer. Herr George Baker und George Baker Selection. Ist das richtig, mein Herr? Das ist richtig. Wir sind alle Holländer. Das sind Holländer, ja. Mhm. Holländer sind das, ja. Was ich fragen wollte, was heißt eigentlich George Baker Selection? Wel, das sind 5 ausgesuchte, helemaal te gekke Vogels. Musikanten. Ja, so gut ist mein Holländisch nicht, aber es war bestimmt was Nettes. Wer hatte damals schon so eine Show? Heute kriegt jeder Metzger eine eigene Fernsehshow, aber früher war es nicht so. Da gab es Peter Alexander, Anneliese Rothenberger. Und dann muss man aber schon anfangen zu überlegen. Ich glaube, Peter Kraus hatte mal eine. Und dann Mary Rose. Von der Sonne brauche ich das Licht. Straßenstau, weil aus all dem meine Lieder sind.
hat ja nicht viel Zeit gehabt, das irgendwie zu lernen oder so. Das war einfach so. Früher hat sich vieles ergeben auch. Und das ist das Spannende, ja? Dass man dann ganz schnell Ja sagen muss, sonst macht es jemand anders. Ein Lied für Edinburgh wird heute Abend in der deutschen Vorentscheidung zum Grand Prix Eurovision 1972 gesucht. Dieses Lied wollen wir unter 12 Titeln finden, die von 12 namhaften deutschen Schlagersängerinnen und Sängern vorgetragen werden. Das Lied Nummer 11, Nur die Liebe lässt uns leben. Musik Joachim Haider, Text Joachim Rehlin. Es singt Mary Rose. Bitte sehr, Paul Kuhn. Ich war damals bei der Vorentscheidung dabei und ich habe die Daumen gedrückt und Mary hatte bei Nur die Liebe lässt uns leben, hatte sie eigentlich schon, das war ein Titel, der ihr gar nicht so hundertprozentig gefiel. Sie hatte einen ganz anderen Lieblingstitel, aber auf den komme ich jetzt nicht mehr. Sie ging schon Richtung Garderobe und zog sich schon um, weil sie nicht glauben konnte, dass nur die Liebe lässt uns leben gewinnt. Und auf einmal wurde sie dann gerufen und da musste sie sich erst noch mal schnell zuknöpfen, das Kleid. Und dann ist sie nach draußen gestürmt. Und ja, das sind so Sachen, die vergisst man natürlich nie. Ich hatte in der Vorentscheidung nur mit 1 oder 2 Punkten Unterschied gewonnen. Und dann haben die alle gesagt, da werden wir nichts machen. Und ich habe dann gedacht, na ja gut, dann gehst du hin, hab wenigstens eine schöne Zeit. Und es war eine ganz tolle Zeit. Wir waren alle Nationen in einem Hotel und wir haben dann jede Nacht auf dem Hotelflur haben wir gefeiert. Ne? Es war so toll und wir haben Musik gemacht auf dem Flur und das war so ein Gemeinschaftsgefühl, das war unglaublich. Und nun gleich der erste Song, Deutschland, vertreten durch Mary Rose, Gewinnerin der Vorentscheidung in Berlin. Ein ungünstiger Platz, der erste. Ich hoffe, dass er durch die Qualitäten der Interpretin aufgewogen wird, die sehr hoch favorisiert ist. Das ist Paul Kuhn, der Dirigent. Sie ist als Erste auf die Bühne gegangen, was ja normalerweise ein K.O.-Kriterium ist. Hinterher kommen alle anderen. Gut, damals waren noch nicht so viele Länder dabei wie heute. Aber eigentlich hattest du damit keine Chance. Dann habe ich versucht, mich ein bisschen zu pushen, indem ich sagte, na ja, bist ja auch am schnellsten fertig. Nur die Liebe lässt uns leben. Text Joachim Rehlin, Musik Joachim Haider. Hier ist Mary Rose, das Kleid ist schwarz-weiß. Wir
unglaubliche Bühnenpräsenz mit 22 und eine so tolle, wirklich professionelle, tolle Stimme und mit einer Ausstrahlung. Ein klasse Song, hymnischer Song. Heute würde man sagen typischer ESC-Song, aber er war wirklich qualitativ hochstehend, wirklich. Ich fand das ganz gut. Also ich war sehr fröhlich und habe auch richtig gesungen. Was ich immer sehr wichtig finde, wenn der Chor und die Musiker lächeln, dann ist das ein gutes Zeichen. Ja, also ich fand auch das Kleid schön. Eigentlich war das ein sehr positiver Auftritt. Das war Mary Rose und ich hoffe, die Jury merkt sich ein bisschen die heutige Nummer 1. Dann bin ich zurück und bin rausgegangen, weil ich ein bisschen Luft schnappen wollte. Und da stand so ein Bobby, so ein Polizist. Und der sagte zu mir, Sie wissen schon, dass Sie bei uns in dem Wettbüro ganz vorne liegen, so unter den ersten dreien. Habe ich gesagt, was? Wie? Ich fand den Mann hochsympathisch natürlich. Aber ich habe dann wirklich den dritten Platz gemacht und das war schon eine tolle Sache. Oh, ich bin sehr froh darüber. Okay. Ein strahlendes Lächeln. Gerne. Sie ist nicht nur ein Schlagerhäschen, das mal so einmal da auftritt und dann wieder verschwindet. Nein, sie hat eine Marke hinterlassen, im Aussehen, in der Stimme, die wirklich großartig ist und hat auch internationalen Rang, internationale Qualität. J'ai quatre chats, un gros chien et deux poissons, une tortue, deux oiseaux, un hérisson. Mais je voudrais compléter ma collection par le plus beau de toute la création. Je le voudrais plus fidèle que mon chien, je le voudrais comme un chat toujours câlin. On s'aimerait comme deux petits tourtereaux, on serait sont dans l'eau. Je voudrais pour mon standing, ding, ding, un animal en tout jean qui vivrait dans mon lit, ding, 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 dans mon lit, dans ma cuisine. Ich denke, Frankreich hat eine große Bedeutung. Erstens war mein erster Mann ein Franzose. Ich muss gestehen, ich war gleich begeistert von Pierre. Er ist ein Das habe ich schon in jungen Jahren erkannt. Er ist ein ganz wertvoller, toller Mensch. Und die beiden haben wunderbar harmoniert. Und ich fand auch, das war ein bildschönes Paar. Dreams are my reality. The only kind of real fantasy. Illusions are a common thing. I try to live in dreams. Ich bin damals in die Bretagne gefahren zu seinen Eltern. Er wollte seine Frau vorstellen und ich bin da hingefahren und habe mich gewundert, weil die sehr ablehnend waren eigentlich. Hab dann erfahren, dass sie zwei Deutsche in ihrem Brunnen versteckt hielten, die Deserteure waren. Und das ist dann rausgekommen und ein Teil der Familie wurde daraufhin erschossen. Also das war meine erste Begegnung mit diesem Thema. Wir haben uns nachher wahnsinnig geliebt, aber es ist schwer, dann eine Annäherung zu finden. Erstmal, nachdem man erfährt, was da passiert ist. Marie-Rose, vous êtes française? Non, je suis allemande. Ah, très bien, je les adore. Bonjour. Ah, guten Tag, wie geht's? Très bien. Geht's gut? Charmante. Ja. Charmante. Toi, y en a contente d'être en France? Oui. Nous, y en a être sans rancune. Quoi? Et vous, y en a être jolie. Vive la France. Allez, Jean. Très bien. Vous voyez que je ne suis pas chauvin. Alors, allons-y. Wenn man Anfang der 70er Jahre, also streng genommen 25 Jahre nach Kriegsende, im
Land des vermeintlichen Erzfeindes Frankreich auftritt und da die Menschen erreicht, ist das viel wertvoller als mindestens 50 Politikerreden. Weil damit macht man alte Bilder kaputt. Wenn jemand auf einer Bühne steht, singt und mir das gefällt und mir zu Herzen geht, dann ist das viel wertvoller, als wenn irgendein Kanzler oder irgendein Staatspräsident sagt, ihr müsst euch jetzt aber verstehen. J'en ai marre, qu'est-ce que tu crois? On n'est plus au Moyen-Âge. Je veux vivre ma vie, mais pas au ralenti. Je fais ce que je veux, si tu veux, mais fais-le. C'est pas facile. Ich habe dann auch ein Musical gespielt mit Michel Fugain. Ja, das waren für mich so besondere Dinge, also die ich in Deutschland nicht machen konnte oder durfte oder wie auch immer, oder weil es da noch nicht so weit war, musikalisch. Un enfant dans la ville hieß das. Das war ein Kind in einer Großstadt. Das ist, es gibt keine große Handlung. Also irgendjemand ist entliebt und dann verliebt er sich wieder. Und ich war die Freundin von Michel. Und dann gibt es so ein Dépêche-toi, heißt das Lied. Das heißt beeil dich, weil Frauen ja angeblich immer zu spät kommen und dass das so lange dauert. Ich kenne viele Männer, die sehr viel länger brauchen als die Frauen. Aber gut, in dem Stück war das. Je ne suis pas une poupée. Michel Fugain war damals ein ganz großer. Und dass der sich ins französische Fernsehen stellt mit Mary Rose. Und Mary Rose hält das auch qualitativ durch. Also das ist eine qualitative Ebene. Das war für eine deutsche Sängerin damals, im Grunde damals wie heute, völlig ungewöhnlich. Eine Hauptrolle zu spielen in einem Musical, wo man kein Wort Französisch kann und das alles nur phonetisch lernt und mein Partner mir dann ab und zu mal auf den Fuß getreten hat, dann wusste ich, jetzt musste wieder was sagen. Ich wusste zwar, was ich sage, aber ich konnte kein Französisch. Und das Lustige an der Sache war, dass die Journalisten immer geschrieben hat, ach, das ist doch eine Ente, die kann gar keine Deutsche sein, die hat ja überhaupt keinen Akzent. Alors tu m'annonces ça comme ça, froidement, sans explication? Qu'est-ce que je vous avais dit? Monsieur vient rechercher ses affaires. Monsieur, on a assez de l'hôtel ou encore je ne l'amuse plus. Ou ma cuisine ne lui plaît plus. Tiens, tu l'avais ta valise. Eh bien, reprends-la. Man hatte sehr viel Vertrauen in mich. Also ich durfte ganz viele tolle Sachen dort machen. Ich war 2 Monate im Pariser Olympia. Das ist der Tempel des Entertainments gewesen. Da sind die Größten aufgetreten. Also Edith Piaf, Gilbert Bécaud, Brel. Joe Dassin vielleicht, so, die traten da auf. Aber das Charles Aznavour, das waren die da auftraten. Und dazwischen die kleine Frau aus Bingen. Si tu peux voir sans trembler le soldat qui ne reviendra jamais de là-bas et qui s'en Wenn man im Olympia aufgetreten ist und man hatte zum ersten Mal eine Premiere dort, dann bekam man Telegramme von Kollegen, die man eigentlich gar nicht kannten, die dich aber wohl kannten, die dir Glück gewünscht haben. Und das war etwas, was ich so toll fand. Wahrscheinlich haben die Franzosen es ihr abgenommen, dass sie sich mit der Kultur seelisch verbunden fühlt. Wie ungerecht das Leben sein kann, sieht man daran, dass uns die Franzosen im Gegenzug France Gall und Mireille Mathieu geschickt haben. Leben ist wirklich sehr hart manchmal. Sehr befreiend, ne? Es war sehr befreiend in einem Land, wo man immer nur die Aparte ist. Ist das schon mal schön, wenn man da mal irgendwo hinkommt. Und die sagen, wow, die ist aber nicht schlecht, ne?
Und als ich dann zurück nach Deutschland kam, war ich nicht mehr nur die Aparte. Mary Rose, deutscher Exportartikel der Schlagerszene, probt ihren Matthias. Oh, oh, Matthias, Matthias, wie schön, wenn es noch heute so wäre. Wir wanderten mit bunten Lampions durch den Mondschein am Strand. Beim Feuerwerk hatte ich Angst, da nahmst du meine Hand. Sie hat ja sehr jung angefangen. Und dann hat man einen Produzent, dann hat man die Schallplattenfirma, da kommt der, da kommt der Promoter, dann kommt. Alle kommen dann, die sagen, du musst das so machen, du musst das so machen, du musst das so machen. So, aber irgendwann ist man das ja auch leid. Jetzt haben Sie inzwischen so einen Grad der Popularität erreicht, dass Sie es sich an sich leisten können, Titel, die Ihnen nicht gefallen, abzulehnen. Tun Sie das? Oh, ich lehne sehr, sehr viele Titel ab. Also mein Produzent, der kriegt schon rote Ohren, wenn er hört, dass ich komme, weil sehr, sehr viel weggeschmissen wird oder neu durchdacht, neu erarbeitet. Das heißt, Ihre Beziehung zum Geld ist doch eine lockere. Wollen wir so sagen, ich könnte sicher mehr Geld verdienen, wenn ich nicht so einen Dickkopf hätte, ja. Ich mag an Mary ihren Ton. Ich mag, wie sie klingt. Das ist auch nicht unwichtig. Sie hat Höhen und Tiefen. Das ist auch sehr wichtig. Für meine Uhr. Und wie gesagt, ich dachte, Mary ist immer begabt gewesen. Die kann ja in den jetzigen eher gehen als ich zum Beispiel. Weil sie viele, viele Stile von Musik beherrscht. Es gibt auch einen wunderbaren Song, das ist so eine Art Bossa Nova mit der Katze, dem Maus. Was, ein Hund, eine Katze, ein Maus, ich weiß es nicht mehr, aber ganz toll. Das singt sie unglaublich toll. Und eine Maus bewohnten zu dritt ein uraltes Haus. Die Katze war Köchin, die Maus gab der Alm. Der Hund, der hielt Wache und ließ keinen herein. Und das ging ihnen gut und wäre so geblieben. Doch wenn's einem gut geht, ist man selten zufrieden. Zuerst dachte der Hund, warum soll ich hier wachen? Ich kann mit meiner Zeit etwas Besseres machen. Und er ging zu den anderen und sagte, und so weiter und so weiter. Der deutsche Begriff Schlager hat mich immer schon gestört, weil er gleich eine Schublade aufmachte, wo alles reingepackt wurde und da kam man auch nicht mehr raus. Wenn man einen Song aufgenommen hat und der war international nach einem Popmusik-Arrangement gefertigt, dann hat das Qualität, dann ist das egal, ob das Schlager ist oder so. Deswegen sage ich immer lieber Popsängerin, weil das zeigt das Genre, in dem sie sich eigentlich bewegt. 19 Uhr, 30 Minuten und 22 Sekunden. Hier ist Berlin und hier ist sie, ihre deutsche Hitparade. Guten Abend. Dankeschön. Als erklärter Rolling Stones-Fan, als Fan von Black Sabbath, das waren die harten Jungs damals, habe ich dennoch hin und wieder Dieter Thomas Heck die Hitparade gesehen. Und ich habe die Hitparade wegen zweier Frauen mir angeguckt. Ich benutze den Genitiv. Nämlich einmal Sif Inger aus, glaube ich, Schweden und Mary Rose. Und beide fand ich zum Verlieben schön. Hitparade zu machen, war einfach so, dass dich 90% der Leute gesehen haben. Manchmal sogar 100%. Also da war es schon schwierig, am anderen Tag über die Straße zu gehen. Ne? Also das war schon, und wenn man dann gewonnen hat, naja, das war ja wie ein Sechser im Lotto. Wenn's auch schwer fällt, ich werde gehen heute Nacht. Wenn's auch schwer fällt, so weit hast du mich gebracht. Teilen werde ich mir, oh, sieh, dass du gehst. Die Hitparade ging ja nicht nur auf die Antenne, sondern hinterher auf Tour.
Und dann ist da wirklich dieser Bus aus Rauchern und Gewohnheitsalkoholikern monatelang durch Deutschland gekarrt. Das ist eigentlich die Hölle. Und dann haben wir gesagt, wir müssen das ändern. Wir müssen abends auf die Bühne, aber tagsüber machen wir irgendeinen Scheiß, der uns dann auch aufrecht hält und der uns zusammenschweißt. Und die haben sich da Spaß gemacht und haben den Heck von morgens bis abends verarscht. Und also ich kenne eine Geschichte, ich weiß, ich soll die nicht erzählen, hat Mary noch gesagt, deswegen sage ich sie. Die haben immer das Auto von dem weggetragen. Der kam aus dem Hotel und jedes Mal war das Auto weg. Der hat dann gesagt, wieso, ich habe das Auto doch direkt vor die Tür gestellt. Wieso steht das hier zwei Straßen weiter? Kam sogar die Kriminalpolizei. Ich weiß auch, dass zwei Männer, da sage ich jetzt aber nicht welche, obwohl ich es weiß, die haben sich in den Aufzug gesetzt und haben alles gemacht, dass das in dem Aufzug aussah wie in einer Sauna. Und saßen da nackt mit umwickeltem Handtuch auf einer Bank und irgendjemand, ein ganz fremder Gast, hat den Aufzug nach unten gedrückt, die Tür geht auf und die sagen, machen Sie zu, wir haben gerade einen Aufguss. Sind die schreiend weggelaufen und haben gesagt, da sitzen Nackte im Aufzug. Und dann haben die immer gedacht, das kann ja nicht sein. Also die haben sich da richtig Spaß gemacht und anders, muss man dazu sagen, bevor da ein falscher Eindruck steht, hältst du so eine lange Tour auch nicht aus. Jetzt haben wir zwei Schwestern im Programm, die zum ersten Mal zusammen auftreten. Man kennt sie beiden, aber noch nie waren die zusammen in einem Programm. Du bist Schlagzeug, du bist Pauke und Trommel und du bist Cembalo. Du fragst, wo wäscht man sich hier wohl die Hände? Und du schreist, wo ist das Klo? Du bist Piepen und Kohlen und du bist Honorar. Du bist Schaschlik. Und Currywurst. Und du bist Kaviar. Ich war immer die Kecke, die Freche. Und Mary war damals, man kann es nicht glauben, und ich will auch hier wirklich keine Gerüchte streuen, aber die war sehr so in sich, so ruhig und genau das Gegenteil von mir. Kam ein Vogel geflogen und der sang uns etwas vor. Und er setzte uns beiden einen Floh wohl ins Ohr. Wir begannen zu singen, doch wir sangen nicht zu zweit. Dann begann die Karriere und das gab neuen Streit. Bei der Hochzeit mit Pierre, meinem ersten Ehemann, den haben wir gefeiert bei dem damaligen Plattenboss. Und dann hat er gesagt, na, die war noch auch sehr jung, sehr hübsches Mädchen. Na, singst du auch? Sagt sie, ja, ich singe auch. Die war so ganz anders als ich. So, die hat ja gesagt, ja, das kann ich auch. Ne? Als ich meine Karriere begann, da habe ich das überhaupt niemand erzählt, auch nicht Mary. Das war eine geheime Kommandosache, weil ich nicht wusste, wird da was draus oder ist es nur mal ein Anhören meiner Stimme? Das weiß man ja nicht, ne? Der Raben ist eine Diskothek in Ulm. Ein Stargastspiel findet statt. Besser ein schlagermusikalisches Verwirrspiel. Darf ich nicht sehen? Darf nicht mit dir gehen? Nach dem Titel Arizona Man, mit dem Mary in Deutschland sehr großen Erfolg gehabt hat, möchte ich Ihnen nun sing noch mal dieses Lied interpretieren. Es ist nicht Mary Rose selbst, die hier singt, sondern ihre Schwester. Eintrittspreis 10 Mark. Die Bäume, sie rauschen, die Vögel, sie singen ganz leis. Der Name der Schwester soll Anziehungskraft verleihen, denn Tinas Schlager waren nicht sehr erfolgreich. Ich war Mary ist berühmt geworden und Sie sind bekannt geworden. Kann man es so ausdrücken? Ja, ich hoffe. Also Mary ist auf jeden Fall berühmt. Wenn ich ein bisschen bekannt bin, bin ich schon zufrieden. Ihre Schwester hat es abgelehnt, mit Ihnen zusammen ein Interview mit mir zu machen. Das glaube ich nicht. Doch. Ich kann mich gut erinnern, dass es immer wieder Leute gab, die so was zwischen uns, so Gemeinheiten,
die wir nicht losgelassen hatten oder es anders gemeint haben oder es verdreht wurde. Das hat es immer wieder gegeben. Oftmals kam es von den Freunden, die dann irgendwie was erzählt haben. Mary hat das gesagt und das gesagt. Sagt sie, nee, das hat sie nicht gesagt. Und ich auch. Also. Wir haben uns auch früher natürlich hier und da mal gestritten. Wir sind ja Geschwister. Ja, und wir haben uns auch mal irgendwas an den Kopf geschmissen. Hey, du hast mein Lied gestohlen, gib es wieder her. Sonst soll dich der Teufel holen, du willst immer mehr. Lass doch diese Kapriolen, na, ich bitte sehr. Deine Wege, meine Wege gingen kreuz und quer. War die eine mal ganz oben, war's der anderen schwer. Tina hat, gab es Zeiten, wo die mehr verkauft hat als ich an Platten. Ja. Ich war mal in den 70er Jahren das Hitparadenmädchen und ich war in vielen, vielen Shows. Man ist vielleicht auch nicht ganz frei davon, aber wenn man es merkt, dass man vielleicht ein bisschen neidisch oder eifersüchtig ist, sollte man sich sagen, das hast du nicht nötig. Und dann ist es vorbei. Ich meine das auch ganz ehrlich. Ich liebe meine Schwester und jeder, der was anderes sagt, der spinnt. Wir sind Schwestern, so verschieden. Wir sind doch vom selben Holz. Wir verstehen uns so wie Butter und Brot und Dach. Ja, 77 habe ich auch ein sehr, sehr erfolgreiches Lied gesungen. Eins meiner erfolgreichsten überhaupt. Lustig, wenn ich heute auf der Bühne bin, dann schreien bestimmt drei Leute, sing doch mal Pinocchio. Ne? Und den Text würde ich gar nicht mehr zusammenkriegen, aber es war sehr, sehr erfolgreich und ich habe es sehr gerne gemacht. Du flüchtest die Geborgenheit, hast dich aus meinem Schutz befreit, hat das nicht Ich habe nicht mal Geld dafür gekriegt. Jetzt fällt es mir nämlich ein, weil es gab gar keinen Vertrag dazu. Also das läuft heute noch und dann sagt immer mein Steuerberater, sagt immer, wie ist denn das da mit dem? Da sage ich, da habe ich nichts unterschrieben. Also da war eine einmalige Abfindung von 100 Euro oder was damals oder weiß ich nicht. Und das war es dann, oder 100 Mark. Also ich war nicht sehr geschäftstüchtig. Hier die Muppet Show, heute gleich mit zwei Gaststars, mit Biggie und Mary Rose. Muppet Show. Ja, Muppet Show war. Das war auch wieder so ein Highlight in meinem Leben. Ich weiß nicht, also warum Jim Henson mich da gefragt hat. Ich war die einzige Deutsche, die das gemacht hat. Das ist schon ein Ritterschlag, weil sie damals eben eine Ausnahmeerscheinung war. Eine sehr prominente Sängerin, egal ob sie nun gerade einen Tageshit hatte oder nicht. Sie war die deutsche Sängerin, die deutsche Popsängerin, die man da einbaute. Mary in der Muppet Show war großartig. Und wenn sie vorher in der Maske beim gleichen Friseur war wie der Hund, der am Klavier saß, und das auch noch farblich, die haben auch noch die gleiche Färbung genommen, die zwei, dann finde ich, zollt das vor dem Respekt, den Mary vor den Gastgebern der Show gezeigt hat. Schön, dass du schon gelandet bist. Willkommen bei unserer Show, Mary Rose. Dankeschön, Rolf. Aber weißt du, mir ist Hundeelend. Ich geh noch mal Gassi. Ach, hör mal, wie bist du so aufgeregt? Du bist doch eine alte Showtante und Auftritte gewöhnt. Ja, schon, aber ich bin doch das erste Mal bei den berühmten Muppets. Ja, und wir Muppets sind doch ganz gewöhnliche Leute wie andere auch. Mhm. Außer, dass sie spinnen. Manchmal.
Was dich da plagt, ist sowas wie die Höhenangst im Flugzeug, weißt du? Dagegen kann man was tun. Ja, like that? Nein, nein, hier, komm, knabber mal an. Nein, nein, danke. Mary Rose geht in diese Muppet Show, eine internationale Show. Sie könnte sich da hinstellen und Arizona Man singen, da wäre auch ein amerikanischer Bezug. Aber sie geht hin und singt Lean on Me, ein Lied, wo man heute sagen würde, von einem Liedermacher. Und das zeigt wieder, dass sie erstens immer die Augen offen hält und die Ohren und mitkriegt, was es sonst noch gibt. Und sie macht das, was ihr Spaß macht. Und das vermittelt sich dann auch in dem Ausschnitt. Ich weiß, dass viele meiner Kollegen das auch gerne. Frank Zander hat gesagt, kannst du da nicht mal ein gutes Wort für mich einlegen? Der wollte da auch immer unbedingt hin. Und Jim Henson hat mir einen ganz wunderbaren handgeschriebenen Brief noch geschickt, wo er sich bedankt hat und gesagt hat, dass es für ihn auch eine sehr schöne Zeit war. Sie sind mit einem Franzosen verheiratet. Ja. Sprechen Sie zu Hause Französisch? Ja, wenig. Mein Mann spricht eigentlich nur mit meinem Hund Französisch. Ansonsten sagt er, Alte kann gucken, wo sie bleibt. Spricht er schon so weit, die Alte kann gucken, wo sie bleibt? So nein, gut nein, kann nein, er schon nein, Deutsch. Gottes Willen, das war vielleicht etwas hart ausgedrückt. Aber er spricht so toll Deutsch. Mhm. Er ist ja auch gleichzeitig Ihr Manager, nicht? Ja, ja, da habe ich Glück gehabt mit meinem. Das Manager! So. Da sitzt er ja. Die waren jeden Tag zusammen, der Pierre hat das Management gemacht. Und ja, da gab es bestimmt auch hier und da mal Reibereien. Aber ich glaube, man ist ja auch, wenn man jung ist, überempfindlich und man ist nicht so entspannt. Mein damaliger Mann, der war es auch leid, immer nur zu hören, hallo Mary, wie geht's dir? Ach ja, Tag Pierre, so nicht mal hingucken. So. Und das habe ich einfach unterschätzt. Das war von mir nicht richtig. Und ich glaube, dann sucht man sich auch was anderes, wo man auch mal ein bisschen beachtet wird. Also da ist was passiert und da war für mich, da habe ich gedacht, nee, das will ich nicht. Ja, das wollte ich nicht und dann habe ich mich scheiden lassen. Also die ganze Familie fand es sehr, sehr schade, als die sich getrennt haben. Also ich habe wirklich geweint, weil für mich war das Traumpaar. Ich war blöd, dass ich das nicht wirklich ausgestanden habe mit ihm zusammen. Dass man viel zu früh wegläuft manchmal. Das war doof. Die sind auseinandergegangen. Und dann hat sie ja auch den Werner Böhm damals kennengelernt und war auch wieder verliebt. Das war ein sehr aufregender Mann, muss ich ehrlich sagen. Also der war so ganz anders als ich. Ne? Ich war so die gut erzogene und er so der absolute Batman. Und Frauen lieben solche Typen, wenn sie die noch nie kennengelernt haben. Ne? Und Werner Böhm war so ein Abenteurer. Der hat mich mal irgendwann abgeholt und sagte, du, von der Seite kannst du nicht reingehen, die Tür geht nicht zu, auch nicht auf. Muss ich also durch seine Fahrradtür immer reinrutschen. Und ich fand das immer toll, was der so gemacht hat. Weil der war spannend und der war so ganz anders als die Männer, die ich so kennengelernt habe. Auch anders als mein erster Mann. Das war Abenteuer pur. Und die rechte Hand. Oh. Oh. Er passt. Du kannst mal ein bisschen runtergehen. Ja. Nur in der Mitte so. Ah. Was wird denn jetzt anders? Ja. Eigentlich soll es so bleiben, wie es war, bis jetzt. Soll es so bleiben, wie es war. Es kann nicht schöner werden. Werner Böhm ist ein hervorragender Musiker, ist ein hervorragender Produzent und Arrangeur gewesen, als er noch in dieser Rolle aktiv war. Dann kam die Gottfried-Wendehals-Geschichte. Das ist eine Geschmackssache, mein Geschmack war es nicht. Wir ziehen los mit ganz großen Schritten und er wie
Ich kann mich erinnern, am Anfang, als diese Figur da entwickelt wurde, und die Leute geschrieben, wie kann man denn mit so einem beknackten Typen zusammen sein? Und ich muss sagen, ich fände es schön, wenn in jedem so etwas von Wendehals drinsteckt. Also in mir steckt es auch drin. Sie redet so gerne und so lieb und ja. Ich mag sie ja so gerne. Es gibt ja nichts Besseres. Aber ich bin derjenige ja doch wohl irgendwo der Herr im Hause. Also ich bin jetzt mal sehr autoritär in der Person. Die Männer klatschen. Ich glaube, die Ehe mit Werner Böhm war sehr rosarot in der allerersten Zeit, das glaube ich schon. Ja, und dann zieht man ja irgendwann die Brille aus. Und ich glaube, dann war Mary oft auch sehr traurig. Und es war bestimmt nicht immer leicht. Ach, das müssen wir nicht erklären. Es gab ein paar zu viele Frauen vielleicht. Aber das war aber eben so irgendwie, das gehörte dazu, glaube ich. Wie ist es denn nun, mit einem Showstar verheiratet zu sein? Ist das eigentlich anders, als wenn mit jemand, der einen ganz normalen Beruf nachgeht, verheiratet ist? Na, ich dachte immer, dass es eigentlich besser ist, wenn man einen Partner hat, der nichts mit dem Business zu tun hat. Mein erster Mann hatte ja überhaupt nichts damit zu tun. Aber ich glaube, man kann den Partner schon besser verstehen, wenn er mal eben nicht um die Zeit nach Hause kommt oder wenn irgendwelche Sachen passieren im Studio oder so. Ich weiß, es dauert eben länger und man kann nicht telefonieren. Also ein Traumpaar, ich glaube, das sind wir auch nicht. Ne? Wir haben genauso unsere Probleme wie andere Ehepaare auch. Da kracht's auch schon. Also dann adieu, ich mach dir keine Szene. Dreh dich um und geh, dein Mitleid brauch ich nicht. Vielleicht bin ich verzweifelt, vielleicht geht es mir schlecht. Doch du wirst sehen, jetzt werde ich es drehen. Zweite Teilnahme 1984 beim Grand Prix Eurovision de la Chanson mit Aufrechtgehen war insofern schwierig, weil ihre private Situation da alles andere als geeignet war, an einem internationalen Wettbewerb, der von Millionen in Europa angesehen wird, zu bestreiten. Welche Chance rechnen Sie sich aus für heute Abend? Also ich bin nie ein Mensch, der sich irgendwas ausrechnet. Ich lasse immer die Sachen auf mich zukommen und dann werde ich sehen. Aber ich werde natürlich versuchen, besonders gut zu sein, das ist ganz klar. Persönlich hat mir das nicht so sehr viel Glück gebracht, weil ich am Morgen der Ausstrahlung erfahren habe, dass mein Mann eine Freundin hat. Und das trägt ja nicht dazu bei, dass man dann besonders gut ist auf der Bühne. Also meine ganze Körpersprache war eigentlich nicht anwesend. Ich war einfach nicht anwesend. Da bekam Mary morgens eine Nachricht, dass der Werner mit einer Frau ein Baby, also ein Kind bekommt. Und an dem Tag, als sie wirklich auf die Bühne musste und Deutschland vertreten musste, und Mary war ziemlich fertig, ja. Wenn du so etwas erlebst, dann weißt du gar nicht, du möchtest eigentlich weglaufen und dann weißt du, du hast abends eine Sendung und da gucken, ich weiß nicht, wie viele Millionen zu und du willst das eigentlich gar nicht, weil du dich nicht gut fühlst. Ne? Also dann adieu, ich mach dir keine Szene, dreh dich um und geh, dein Mitleid brauch ich nicht, vielleicht bin ich verzweifelt. Vielleicht geht es mir schlecht, doch du wirst sehen, jetzt werde ich es recht. Aufrecht gehen, ich hab endlich gelernt, wenn ich fall, aufzustehen. Mit Stolz in meinen Augen und trotz Tränen im Gesicht, aufrecht gehen durch die Nacht. Wenn man das unter der Prämisse, den Auftritt sieht, war der gut. Wenn man ihn, den Hintergrund nicht hat und ihn sich anguckt, denkt man, was ist denn mit dieser Frau los? Die steht ja dann wie ein Fragezeichen. Es war
fast so ein bisschen entrückt, der Auftritt. Und wenn man dann die Hintergründe weiß, was ihr da passiert ist, was ihr da angetan worden ist, dann war das das Lied für sie selber, das sie gesungen hat. Noch ist mein Schweigen etwas bitter und noch klingt auch mein Lachen etwas schrill. Noch sind in meiner Seele Splitter, noch sehe Stolz in meinen Augen und trotz Tränen im Gesicht aufrecht gehen durch die Nacht ins Licht. Dass sie da aber auf den 13. Platz nur gekommen ist, hat, glaube ich, nicht mit dem Song zu tun. So ein Song, der hat eine Riesenwirkung und eine Riesenbedeutung. Und ich weiß nicht, was der populärste oder der wichtigste Song ist von Mary Rose, wenn sie jetzt eine Umfrage machen würden. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der weit nach vorne kommen würde. Ich liebe dieses Lied sehr, sehr. Und ich weiß, dass es vielen anderen auch gefällt. Und gerade junge Mädchen sagen auch, dass das ein Lied ist, was ihnen sehr geholfen hat. Und auch mir hat es geholfen. Weil ich glaube, dass wenn man solche Dinge erlebt im Leben, dass man daraus stärker hervorgeht. Bei vielen Leuten ist auch bei Mary nicht immer alles ein Rosengarten. Da geht's rauf und runter. Und ich sag mal, rundherum die Zeit, als ihr Sohn geboren wurde und die Zeit danach, ging ihr privat nicht gut. Und da hat sie lange dran zu knapsen gehabt. Werner hat uns verlassen, da war Julian, glaube ich, anderthalb oder zwei Jahre. Wegen einer jüngeren Frau. Und ich habe ja die ersten 7 Jahre nichts mehr gemacht und ich wollte auch aufhören. Ich habe auch gedacht, ich habe schöne Sachen erlebt. Jetzt ist gut, jetzt habe ich mein Kind und das ist gut. Und ich habe 7 Jahre nichts gemacht und es hat mir nichts gefehlt. Das ist ja das Verrückte. Mein Sohn ist der wichtigste Mann in meinem Leben, ja. Also das musst du schon auch mal bringen, zu sagen, jetzt bin ich alleinerziehende Mutter und jetzt kümmere ich mich um mein Kind. Und jetzt nehme ich mir eine Auszeit. Das wäre ja für andere wahrscheinlich das totale Karriere aus. Du bist nicht mehr permanent on stage, also bist du weg. Also wenn man denkt, man muss bei seinem Kind bleiben, ist es doch Priorität, oder? Also da haben wir uns keine großen Gedanken gemacht, ganz ehrlich. Und Mary hat dann vom Ersparten gelebt, ne? Und hat dann wieder, als Julian, ich glaube 4, 5 Jahre alt war, hat sie wieder angefangen. Ist aber dann wirklich, ich weiß, klingt wie eine Phrase, ist aber so gestärkt daraus gekommen. Und das merkt man bis heute. Die Frau lässt sich von nichts und niemandem die Butter vom Brot nehmen. Auf keinen Fall. Es traf mich völlig unverhofft. Das konnte doch nicht sein. Alles andere ergab sich von allein. Ich wollte nur bei dir sein. Es kann sein, ich ziehe mich eine Weile zurück und komme zurück und sage, da bin ich wieder. Und die Leute sagen, ja, ganz toll, aber wir wollen deine Musik nicht hören. Ich habe eigentlich immer damit gerechnet, dass es vorbei ist. Eigentlich in jedem Jahr habe ich gedacht, na ja, gut, das Jahr noch. Alles, was ich will, bist du. Ich bin verliebt wie nie zuvor.
dass so eine Karriere wie die von Mary Rose, die sich jetzt über viele Dekaden spannt, auch mal Phasen kennt, wo es nicht läuft, bleibt nicht aus. Man erreicht ein Alter, wo man nicht mehr das junge Schlagersternchen ist und die Sängerin, die eher so in den mittleren Jahren ist und die kann dann nicht mehr so mithalten rein. Äußerlich auch, aber das hat sie sehr gut überwunden. Das hat sie fabelhaft gemacht, indem sie immer wieder interessante Platten aufgenommen hat, die vielleicht nicht diesen Massenerfolg gehabt haben. Aber diese Platten haben Songs gehabt, die auch für sie eine sehr persönliche Aussage haben. In der Mitte meines Lebens. Die Musik, die du machst, lebt ja von dir und von deiner Persönlichkeit. Und da kann eine 15-, 20-Jährige noch so gut sein, aber die wird es nie so rüberbringen können. All das, was an Lebenserfahrung, an Leiden, an Freude, an Hoch und an Tief dann nach 40, 50, 60 Jahren in dir drin steckt. Mary hat auf einmal dann in den 2000er Jahren eine neue Dynamik entwickelt, hat eben ihre Neugier auch so ausgebreitet, dass sie also andere Leute kennengelernt hat, hat neue Künstler kennengelernt, neue Komponisten, Autoren, die dann Songs für sie geschrieben haben. Und das war spannend auf einmal musikalisch. Man geht zur Schule und lernt fürs Leben, ergreift Berufe und greift daneben. Man geht zur Bühne, singt ein paar Lieder, man testet Männer, man wird zu Lieder. Man füttert Kinder, rund 20 Jahre, 10 Jahre Eltern in Pflege nehmen. Und kurz danach im Handumdrehen wird man selber zum Problem. Also älter werden vor einer Kamera ist für eine Frau sicherlich nicht leicht. Es ist ein Fact of Life. Du kannst nichts dagegen tun. Du kannst mehr Creme benutzen oder mehr Mascara benutzen oder andere Schminke benutzen aber mehr kannst du nicht. Schönheitschirurgie kann man immer machen. Aber das ist, wie es ist. Ich glaube, man ist gut beraten als Frau und Mary macht das aus meiner Sicht fulminant, macht das sehr gut. Man sollte nicht allzu sehr nachhelfen, dass man jung bleibt. Man sollte sich zum Alter bekennen. Es ist nicht immer schön, in den Spiegel zu gucken und denken, boah, da geht ja schon wieder los. Und in den Augen, da ist ja schon wieder, da graben sich ja schon wieder die Falten ein. Aber es ist auch so, ich möchte ja auch alt werden, also muss ich auch älter werden. Und ich glaube, es ist einfacher, wenn man Humor hat. Frau Groß, wie lange wollen Sie das noch machen? Wie lange wollen Sie hier noch singen? All diese anstrengenden Sachen von Liebe, Leid und solchen Dingen. Wird man nicht irgendwann zu alt? Eine tragisch-komische Gestalt. Also ich glaube, dass mein Leben jetzt so als Mensch erst so mit 40 angefangen hat. Also erstens war ich davor immer sehr verplant. Das bin ich heute auch noch, aber irgendwie anders. Da war ich so fremdgesteuert. Und ab 40 habe ich gemerkt, dass man auch viele Dinge wirklich anders machen kann. Na wunderbar. Das ist doch mal Kleidsack, oder? Das habe ich sehr gern. Männer, die knien, finde ich gut. Jetzt machen wir mal einen Test. Ich gebe einfach mal hoch. Schaffst du nicht. Überhaupt keine Angst. Das ist für mich die schönste Erkenntnis. Es kann mir ja nichts mehr passieren. Ich glaube, wenn man jung ist, hat man viel Ängste. Und wenn man älter wird, ist das Positive, dass man nicht mehr so viele Ängste hat. So war sie früher nicht.
Also Mary war tatsächlich, wenn man Mary von ganz früh kennt, dann weiß man, dass sie sehr verklemmt war, dass sie sehr schüchtern war. Und heute ist sie witzig und lustig und steht über vielen Dingen. Sie ist dann in der jüngsten Vergangenheit aufgefallen durch eine geniale Zusammenarbeit mit Wolfgang Trepper. Wolfgang Trepper, den ich über die Maßen schätze. Nutten, Koks und frische Erdbeeren, ein Zitat von Heino. Da ist sie mit ihm auf Tournee. 55 Jahre Showgeschäft. Und jetzt muss ich mich hier mit den Requisiten abklappern hier. Das gibt's ja wohl gar nicht. Aber wo sind denn unsere Bühnenarbeiter? Ja, die Bühnenarbeiter. Die sitzen im Tourbus. Trinken ein schönes Käffchen. Im Tourbus? Ja, das ist unserer. Wer hat den denn geschickt? Das sind die und Roma-Verband. Das ist ein Scheiße hier. Und meine Familie denkt, ich bin ein Weltstar. Das Programm heißt Nutten, Koks und frische Erdbeeren, weil Heino über Jahrzehnte behauptet, in seiner Garderobe habe er vertraglich abgesichert, müssen immer Nutten, Koks und frische Erdbeeren sein. Und er kam mal aus einer Garderobe raus, bei einer Fernsehsendung, wo ich auch war, und brüllte seinen Manager an, jetzt ist hier schon wieder die gleiche Scheiße passiert, wieder keine Erdbeeren. Und da habe ich so gelacht und... Ich habe immer gedacht, die Rocker, die nehmen das wirklich, aber das ist ja auch nur gespielt. Und deswegen jetzt die erfolgreiche Tournee Nutten, Koks und frische Erdbeeren, ist ja einen besseren Titel gibt's nicht. Ne? Es geht um den deutschen Schlager. Also er macht alles runter, was überhaupt jemals gesungen hat, und ich bin die Zeitzeugin. Wir haben hier Bata Ilic. Sag mal, Michaela ist heute im... Du bist alles für Mick. Und ich frage mich seit 100 Jahren, welchen Mick er da meint. Und er geht ja dann noch weiter und singt, denn ich liebe nur dick. Als würde irgendjemanden interessieren. Oder? Oder Albert. Der hat die gleiche Sprachschule besucht wie Karel Gott. Als wir Kinder waren, sind wir oft gefahren oben auf den Wagen mit den Heu. So viel kannst du nicht saufen, um dir Sonntags einfallen lassen zu können. Das ist unfassbar. Wir hatten geprobt, aber nie zusammen. Ich wusste überhaupt nicht, was passiert an dem Abend. Und der Abend geht los. Und ich bin fast in Ohnmacht gefallen, als der sagte, meine Damen und Herren, jetzt kommt die Helene Fischer aus der Bronzezeit. Wir haben uns angeguckt, meine Band, und ich habe dann kurzfristig mal gesagt, ich glaube, ich gehe. Und dann habe ich gedacht, nee, vielleicht wird das ganz spannend. Es gibt Interpreten, die würden sich aufregen, die würden das auch gar nicht machen. Aber Mary, warst du denn wirklich Sodom und Gomorra bei der ZDF-Hitparade früher? Und hast du noch mehr Geschichten im Köcher, die selbst er noch nicht weiß? Ich erzähle jetzt keine mehr, weil sonst kommt ja keiner mehr. Na, also entschuldige. Aber der hat ja sowieso schon alles erzählt. Ich habe gar nichts Ganzen erzählt. Ganzen fiesen Sachen hat er schon erzählt. Naja, aber offensichtlich hat der Dieter Thomas Heck ja keinen irgendwie weggelassen vor sonst wie viel Uhr am Tag vor der Sendung, oder? Also, wie weggelassen? Naja, aus der Kneipe. Oder? Nein, das war doch einen Abend vorher. Da haben wir alle in der Todeszelle gesessen. So hieß die Bar in Berlin. In unserem Hotel. Ja, Todeszelle, weil da keiner lebend rauskommt. Jägermeister hat da gesoffen. Den du auf der Bühne trinkst. Ja. Weil, also, um das mal deutlich zu sagen. Ehrlich gesagt. Man will ja authentisch bleiben. Ja. Und die Leute sagen außerdem, nach dem vierten Lied, das Mary singt, ist das ganz hilfreich. Wenn man aber, weißt du, was ich sagen muss? Ich würde dieses Programm mit niemand anderem spielen. Weil ich es 170 Mal mit Mary gespielt habe und 170 Mal genossen habe. Das macht so viel Spaß. Wir machen das wirklich im vierten Jahr jetzt. Es ist ein so großer Erfolg. Die Leute gehen mit einem Lächeln im Gesicht da raus, obwohl sie die ersten 10 Minuten bestimmt Schnappatmung haben, weil es so böse ist, das Stück. Wenn man mit Dieter Thomas Heck aufgewachsen ist, das war ja ein Ritual am Samstagabend. ZDF, Halle 5 oder wieder. Ja. So. Es wurde, Wolfgang, eine Autogrammadresse. Ja. Das heißt, für ein jüngeres Publikum, man schrieb eine Postkarte. Ja, erstmal hat man die mal mitgeschrieben. Und dann haben wir uns alle sehr gewundert, dass Bernd Klüver und Michael Holm im selben Haus wohnen. Weil das die Plattenfirma ist, auf die Idee bin ich erst viel später gekommen.
Aber dann musste man gucken, dass man die Adresse hat. Hattest du auch eine Autogrammadresse? Hatten Sie eine Adresse, Frau Groß? Ja. Ja. Muss man immer ein bisschen lauter sprechen. Die ersten Schatten eilen zur Fabrik. Hinter Fassaden klingt Musik. Und bald baut sich das Bild bunt. Die Zeitungsfrau fängt ihren Rundgang an. Auf Rädern rollt der Tag heran. Ist schon der Spuk der Nacht. Wenn plötzlich 20-, 30-Jährige sagen, boah, der ist aber ein geiler Song. So, das ist toll. Ich glaube, das ist toll. Wenn du sagst, ja, ich kann was, ich krieg eine Anerkennung. Ich freue mich, dass das heute möglich ist, dass wir nicht mehr diese Trennung haben zwischen Schlager und Pop und Rock und Pop-Rock und Jazz und was auch immer, dass es sozusagen alles so eine Fusion gibt. Das finde ich schön. Was sagte der Sänger von Revolverheld, Johannes Strate, sagte, sie ist mein Herzchen. Also man hat sich wunderbar verstanden. Und das ist, zeigt wieder mal, dass Alter bei solchen Dingen überhaupt keine Rolle spielt. Dass man so viel Vertrauen hatte, mich da in so eine Gruppe auch reinzubringen. Und ich war halt die erste Schlagersängerin, die da drin war. Ich glaube, dass das einer der Höhepunkte in meinem Leben war. Mein Freund, einmal da fällt noch auch für dich der letzte Vorhang. Du gehst von dieser Welt und dann kommst du an jenem Tor an. Du weißt, dein Lebensweg war manchmal krumm und manchmal eben, dass du dann grad stehen kannst. So lebt dein Leben. Mary hat in den letzten 3-4 Jahren noch mal richtig durchgestartet. Jetzt noch mal rauszukommen, ist doch großartig. Und ehrlich gesagt, sie ist komplett überzeugend. Ich habe alles gemacht, was man in diesem Beruf überhaupt machen kann. Und auch die aberwitzigsten Sachen. Und dann denke ich immer, man sollte eigentlich aufhören, dann, wenn es am allerschönsten ist. Ich überlege noch. Ich hab's Gefühl.